Nächsten genau. Jahr sicherlich. Danke. Dankeschön. So, wir geben noch kurz ab die Werbung. Gleich geht es hier weiter mit einem Roboter für Studenten, der denen das Studium etwas erleichtern soll. Ich bin gespannt. Bis gleich. Zurück zur Regelzeit, liebe Zuschauer. Wäre es nicht toll, wenn wir in den Weihnachtstagen jemanden hätten, der einen jeden Wunsch von den Lippen abliest, wie zum Beispiel der Ehemann, der macht es ja hoffentlich sowieso, oder die Mama, die einen schön bekocht. Aber so ein Roboter wäre doch super, der für einen den ganzen Tag die Wohnung putzt, hat man nichts zu tun um die Weihnachtstage herum. Roboter kann ich Ihnen anbieten, ob die allerdings putzen, das weiß ich nicht. Zumindest sollen diese den Studenten an der RWTH Aachen das Studium und einiges erleichtern. Wir haben mal reingehört beim Studierendenprojekt an der RWTH Aachen. MATLAB meets Lego Mindstorms. Bitte schön. Invasionen von Robotern kennt man sonst nur aus Science-Fiction-Filmen. An der RWTH Aachen, genauer gesagt am Lehrstuhl für Bildverarbeitung, ist sie für 8 Tage Wirklichkeit. Rund 360 Erstsemester des Studiengangs Elektro- und Informationstechnik bauen und programmieren hier fleißig an kleinen Lego-Robotern. Das Projekt MATLAB meets Lego Mindstorms gibt es nun im 3. Jahr. Das Projekt ist eine neue Lernform, wo wir gezielt unsere Studenten schon nach 2 Monaten in ein Projekt setzen, wo schon ingenieurstypische Arbeiten abgeleistet werden, das heißt mathematische Methoden, in ein Programm umzusetzen, mithilfe des PCs in Form einer Maschine zu steuern, in dem Fall mit Lego-Robotern. In Gruppen erarbeiten die Studenten 6 Pflichtversuche. Darin gilt es, dem eigentlichen Spielzeugroboter mithilfe der Programmiersprache MATLAB das Laufen, Sehen und Hören beizubringen. Hierzu gehört viel mehr als nur zu sagen, los Roboter, lauf. Und auch schnell mal einprogrammieren funktioniert so einfach nicht. Natürlich muss man da viele Tests machen. Ja, das ist einmal die technische, mechanische Seite. Das heißt, die Studenten müssen sich überlegen, wie kann ich denn überhaupt zum Beispiel ein Bein mechanisch aus Lego-Bausteinen eigentlich aufbauen? Wie kann ich diesen ansteuern mechanisch? Und dann ist natürlich auch die Intelligenz gefragt in Form der Programmierung. Ich muss dem Roboter ja auch das Lernen beibringen, damit er nicht umfällt, damit er sich nach vorne bewegt. Und das sind Komponenten, die muss man wirklich durch Test und erfahren und die ergeben sich dann durch die Arbeit, die die Studenten leisten. Aber wie viel Zeit braucht denn so ein Roboter eigentlich, um laufen zu lernen? Es hat schon so fast einen ganzen Tag gedauert, bis wir mit den ganzen Befehlen zurechtgekommen sind, die Hardware aufgebaut hatten und bis sich dann mal wirklich, bis der Roboter sich so bewegt hat, wie er sollte. Und auch so, wir hatten kleine Schwierigkeiten, dass er schon mal in Kurven umgekippt ist und dass er auch ein bisschen Übergewicht hatte auf der einen Seite. Und bis wir das dann alles mal was ausgeglichen hatten, haben wir schon so einen Tag gebraucht. Wenn es den Studenten gelungen ist, die Roboter laufen oder auch fahren zu lassen, kommen noch weitaus kniffligere Aufgaben auf die Teams zu. So soll der Kleine ganz alleine den Weg in die Freiheit aus einem Raum voller Hindernisse finden. Wir haben jetzt hier einen Roboter, der schon in der Lage ist, Wände zu erkennen und automatisch auszuweichen. Das geschieht normalerweise über dieses Gerät hier, das ist ein Ultraschallsensor. Den haben wir jetzt nur gerade abmontiert, weil wir hier an der Stelle ein neues Getriebe hinzufügen mussten, weil das ein bisschen ungenau war. Das heißt, wir hatten so viel Spiel da drin, dass das Ganze mal sehr gewackelt hat. Jetzt haben wir ein neues Übersetzungsverhältnis gewählt und sie ist gerade dabei, im Prinzip die Sensordaten dahingehend auszuwerten, dass wir sagen können, wenn wir die Umgebung einmal gescannt haben, in der und Entfernung haben wir eine Wand. Und wir kennen uns dann quasi in dem Raum aus, erstellen uns quasi so eine Art Karte und können uns dann, wie wir wollen, navigieren. So possierlich die kleinen Spielzeugroboter auch wirken mögen, einfach ist es mit ihnen nicht immer. So manche Theorie, ausgetüftelt bis ins letzte Detail, scheint in der Praxis einfach nicht umsetzbar zu sein. Da rennt ein Roboter, der soeben den Raum abgescannt hat, einfach gegen die Mauer, die er doch eigentlich meiden sollte. Nach ein paar Handgriffen ist das Problem aber gelöst. Ein Steuerrad war falsch justiert. Und siehe da, Robby läuft sich frei. Ein paar Tische weiter sieht es so gar nicht nach laufenden Robotern aus. Aber trotzdem sehr interessant. 2 Schienen mit Zahnrädern und Ketten verbunden. Was wird denn hier gebastelt? Das Ganze nennt sich Plotter. Eine Art Drucker, der sich an 2 Achsen entlang bewegt. Mit einem Blatt Papier darunter und einem Filzstift als Druckkopf baut man so einen etwas anderen Drucker. Aber wie erhalten der Plotter und die anderen Roboter die Befehle?
Die Kommunikation zwischen dem PC und den Robotern ist auch einzigartig. Die gab es vorher noch nicht so, dass MATLAB, die Programmiersprache, den Roboter soweit versteht. Diese Kommunikation mussten wir erschaffen. Das heißt, wir haben eine eigene Toolbox, so sagt man, ein Werkzeug geschrieben, mit dem diese Kommunikation zwischen Roboter und PC möglich ist. Wir können den Roboter über eine Bluetooth, das heißt kabellos, übertragen oder auch mit einem USB-Kabel. Die Software ist für jeden frei herunterladbar. Fehlt nur noch der Roboterbausatz und man kann auch zu Hause die tollsten Sachen erfinden. Hoffentlich hat man bei den Projekten aber alles im Griff. Man weiß ja schließlich nie, was so ein Roboter alles im Schilde führt. Ja, und kochen können diese Roboter sicherlich noch nicht, aber dafür gibt es auch unsere neue Kochshow, das neue Show-Koch-Format Bon Du, Zeit für Genießer hier bei Center TV und hier ein kurzer Ausblick für Sie.